Und wir gehen gleich auf die Karte, wir gehen gleich auf die Karte. Ja, erstmal schönen Dank, dass ihr hier gekommen seid. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen später, nicht so schlimm, du alle Connector noch. Wir haben heute einiges vor, beziehungsweise ich wollte heute einiges mit euch durchgehen. Wir gehen erstmal wieder die Grundlagen durch, wie wir Ace erstmal konfigurieren, weil ich erstmal wissen will, beziehungsweise ich muss halt davon ausgehen, dass jeder Ace konfigurieren kann, zumindest einstellen kann, damit er sich selbst verarzten kann. Das ist mir heute wichtig. Würde gerne mit euch heute nochmal die Formation durchgehen, weil ich bei der letzten Community-Mission gemerkt habe, da brauchen wir, glaube ich, noch Übung. Ja, einfach, dass wir so schauen, dass wir so ein bisschen die Formation. Dabei will ich heute auf die Schützenreihe, Schützenrudel, Squad, Column, Squad, Wedge vielleicht eingehen. Vielleicht auch aufs Amerikanische, weiß ich noch nicht. Mache ich mir spontan. Außerdem ist mir wichtig, dass wir heute uns nochmal die Taucher anschauen. Das heißt, die nächste Community-Mission wird eine Kampftaucher-Mission. Was bedeutet, wir müssen natürlich, ja, da schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass wir alle uns unter dem Meer verständigen können, damit wir uns koordinieren können, so ein bisschen, damit ihr einfach so ein bisschen das Movement von Arma kennt, wie gebe ich Handzeichen, damit ich einfach so ein bisschen das Grund-Know haben kann, wenn man sich irgendwie verliert, wie finde ich zur Gruppe zurück, so etwas. Ich würde auch gerne mit euch heute die Karte ein bisschen durchgehen, weil ich es immer wichtig finde. Bei unserer Mission habt ihr immer keine Koordinaten auf eurer Karte, beziehungsweise auf eurem Cursor, wie ihr seht. Normalerweise ist Standard Vanille, habt ihr sie. Aber ich will, dass ihr eigentlich die Karte lesen könnt und eure Position damit ausmachen könnt. Ja, das werden wir heute so ein bisschen angehen. Dabei gehen wir auch so ein bisschen auf die Quadranten der Karte an. Bedeutet, was bedeutet zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin auf der Position 033, 056, Numpad 3. Ja, das klingt jetzt nach übelst dem Akt, ist aber eigentlich von der Logik her ganz simpel. Und da müssen wir halt schauen, dass wir heute da ein bisschen ansetzen. Boll, du bist da? Super, dann gehen wir erstmal auf die Karte. Wir werdet euch alle erstmal kurz in eine Reihe stellen, damit ich mal sehe, wer alles da ist und wer keine Probleme hat mit Arma. Taskforce Radio ist ja sicherlich an. Und wir gehen halt auch so ein bisschen den Grundfunkkurs durch, damit ihr so ein bisschen das kommt. So. Sehr schön. Genau, erstmal die Waffe sicher mit Zirkomplex. Für keinen, der das weiß, das ist über der Tab-Taste. Da könnt ihr das Ganze sichern. So. Und wer da auf zu funken? So. Als erstes möchte ich erstmal kurz, dass ihr alle Ace konfigurieren könnt. Hat jeder von euch Ace konfiguriert? Ich muss das gar nicht machen. Hat jemand Ace nicht konfiguriert? Damit du dich selbst verarzen kannst, zum Beispiel. Kann jeder sich selbst verarzen? Und dann macht das mal jeder jetzt seine Ohrenstöpsel bitte rein. Er ist nicht mehr aktiv bei dir. Willst du nochmal neu connecten und gleich nachkommen? Ob du nachkommen kannst. Ich möchte gerne, dass ihr alle einmal bitte die Steuerung um P-Taste drückt. Damit öffnet ihr euer Funkgerät. Kennt sich jemand mit dem Funkgerät nicht aus? Der sagt bitte ja. Oder er sagt bitte, ich kenne mich nicht aus. Schämt euch nicht, fragt jetzt, wir sind in der Community-Ager. Jeder, der hier teilnimmt, weiß, dass es möglich ist, dass es Leute gibt, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Kann jeder mit diesem Funkgerät umgehen? Grob schon. Weil du musst ein bisschen näher ans Mikrofon kommen, du bist ziemlich leise. Oh ja, Entschuldigung, du Model. So, dann würde ich sagen, gehen wir alle mal bitte auf die 100.0. Ja, genau. Oder so. Ich sage immer Punkt 0, gewöhnt euch an. Also ihr könnt natürlich das so sagen. Ich habe es mir angewöhnt, immer den Punkt mitzusagen, damit ich ihn in wichtigen Situationen nicht vergesse, wenn wir dann plötzlich auf die 100.2 gehen. Ja. Und wenn ich sage 102 oder das 102 klingt halt blöd, deswegen gewöhne ich mir den Punkt immer ganz gut an. Ja. Okay. Ganz kurz, ich möchte heute gerne so ein paar Sachen mit euch durchgehen. Das sind so grundlegende Begriffe. Ich würde gerne, dass ihr mit der rechten Steuerungstaste und M einmal das Numpad aufmacht. Das GPS aufmacht. Seht ihr das? Unten rechts in der Ecke. Und ich möchte jetzt, dass das GPS mit der rechten Steuerungstaste und M. Jawohl, du kennst dich ja ein bisschen aus, Clemens, oder? Rechte Steuerung und M. Rechte Steuerung unten und M. Dann öffnet sich unten rechts ein Fenster.
Genau, okay, dann hast du es nur auf M. Das ist natürlich die Standardsteuerung, die ich jetzt verwendet habe. Ich möchte jetzt, dass ihr mir die Koordinaten sagt von Reihe links. Ich fange bei Sushi an. Die Koordinaten befinden sich und oben links auf der Karte. Ihr möchtet, dass ihr mir die Koordinaten sagt, wo ihr euch gerade befindet. Okay, falsch. Bolle? Bolle? Hm. Falsch. Roy? Sag's bitte. Richtig. Maggi? Hast du nicht. Wirst du gleich sehen, warum. Wirst du gleich sehen. Maggi? Richtig. Manfred? Jack? Jack? Du hast dich gemutet, falls du redest. Das ist sehr gut. Falsch. Warum sind die einen falsch und warum sind die anderen richtig? Ganz einfach, ihr habt die 2 falsch ausgesprochen. Ich möchte, dass ihr euch gleich dran gewöhnt, wenn wir in Arma sind, dass ihr die 2 immer als 2 aussprecht. Warum machen wir das? Weil die 2 leicht zu verwechseln ist. Eine 2, genau. Eine 2, 3 kann man schnell verwechseln, deswegen sagen wir die 2, weil sie einfach leichter zu sehen ist, beziehungsweise weißt du, leichter zu verstehen ist. Darum zu sehen ist es egal. Ja? Deswegen gewöhnt euch gleich an, dass ihr immer mit der 022057, also immer die 2 betont, dass ihr wirklich sagt. Ein weiterer Begriff, den ich euch gleich angewöhne, ist, wenn wir jetzt einmal in Richtung von, ja, 90 Grad schauen. In welcher Himmelsrichtung befinden wir uns dann? In welcher Richtung befindet sich das? Sushi. 90 Grad, welche Himmelsrichtung ist das? Okay, falsch. Bolle? Naja, wir sind schon deutsch. Genau, er hat es jetzt richtig gemacht. Wir sprechen Ost nicht mit Ost aus. Liegt einfach daran, weil, keine Ahnung, Ost-Host ist einfach Ost, kann sich noch nicht viel rausbilden. Klingt ein bisschen komisch, deswegen versucht das O da immer so ein bisschen zu betonen. Das heißt, wir schauen immer in die Richtung Ost. Ja, damit ihr immer so ein bisschen den Hinweis gibt. Es gibt dezente Anweisungen, aber beziehungsweise Begriffe im militärischen Slagong, wo ihr einfach darauf, wo wir darauf Wert legen, beziehungsweise ihr darauf Wert legen solltet, dass ihr die Himmelsrichtung, beziehungsweise die Zahlen richtig angebt. Ja, gibt es dazu erstmal Fragen? Super. Siehst du, ich wollte dich nicht mobben, Sushi, es hat einen Grund, warum ich gesagt habe, falsch. Ja, das liegt aber auch daran, man erkennt hier auch, glaube ich, ganz klar, wer beim Bund war. Ja. Das erkennst du direkt schon dann beim ersten Mal, wenn du die Grundausbildung machst, beziehungsweise ich das Ganze durchgehe. Ich war nicht beim Bund, aber 4 Jahre Armer, 5 Jahre Armer prägen mich. Ja. Das ist quasi von der Theorie her so ein Ersatz. Von der Theorie, ja. Ich kann euch zumindest da ein bisschen zubabbeln, wenn ich das wollte. Das ganz kurz dafür. Wir werden gleich mit dem Fahrzeug fahren. Schreibt es euch dann mal auf. Es ist eine wichtige Tastenkombination, die ihr euch merken solltet. Ist vielleicht, wenn ihr mit einem Fahrzeug fahrt, geben wir immer eine Richtgeschwindigkeit an. Den Tempomat geben wir immer mit der Entferntaste an. Das heißt, wenn wir fahren und die Entferntaste drücken und dann weiter auf W bleiben, werden wir immer die Geschwindigkeit halten, die wir eingestellt haben. Ich weiß, dass es viele wissen. Ich gehe wirklich hier von den Grundbegriffen aus. Also wenn jemand was weiß, ist es gut. Da bin ich wirklich glücklich drüber. Aber dass ihr das zumindest wisst. Okay. Wenn ihr jemanden anfunkt, wie würdet ihr jemanden anfunken? Sushi? Also ich bin jetzt Alpha, du bist Bravo. Wie würdest du mich anfunken? Du bist Bravo, habe ich gesagt, ne? Nee, ich habe gerade selbst gesagt. Nein, du bist Alpha, das passt schon. Ich bin Bravo. Ja, Bravo, genau. Aber du würdest sagen, den Empfänger, der kommt immer zuerst. Das heißt, Bravo für Alpha, wenn du Alpha bist. Ja? Habe ich gesagt, ich bin Alpha? Ah, verdammt, okay, dann hat er es richtig gesagt. Ach, verdammt, ich hätte es mir... Ach, verdammt. Okay, alles gut. Ja, auch mir, dass ich bin... Komm, genau. Wir beginnen einen Befehl immer, wenn wir jemanden anfunken mit... Alpha für Bravo, komm. Das heißt, wir geben mit dem komm den Befehl, beziehungsweise die Information, wir wollen gerne eine Antwort haben.
Und immer im regulären Fall, und das muss man dazu sagen, beendet derjenige das Gespräch mit Ende, der das Gespräch angefangen hat. Das heißt, ich funke jetzt zum Beispiel mit Bolle ein bisschen rum und Bolle sagt dann irgendwann Ende, wenn ich angefangen habe, ist das falsch. Wann ist das aber richtig? Oder wann ist es denn halb richtig, sage ich mal so? Nee, du sagst bestätige und ich sag dann Ende. Quasi, ich geb die Bescheid, weil es beendet immer der das Gespräch wirklich, der es angefangen hat. Im regulären Fall. Das ist wichtig, dass immer der beendet. Gut, das passiert mir auch ganz ehrlich, werde ich mir ganz auch oft sehen, dass ich das nicht packe. Einfach im Eifer des Gefechts passiert's mal. Das ist auch nicht schlimm, aber ich werde euch hier nur vermitteln, wie die Theorie theoretisch gesagt ist. Ja, darum geht's mir bei der heutigen Sache. Wie ihr das im Feld anwendet, vieles werdet ihr anwenden können, ihr werdet viel lernen. Aber es wird Sachen geben, die erfordern Übung, wie die Formation, wie verschiedene Sachen. Zum Beispiel, wer war denn bei meiner letzten Community Ager dabei? War die alle dabei? Ja, dann warst du auch dabei. Die kommen jetzt auch wieder regelmäßiger. Das sind solche Sachen, wie ich gebärt habe. Was sagt ihr zum Beispiel, wenn ihr nachladet? Sagt ihr da überhaupt was? Gut, lade nach. Genau. Ganz kurz, Sushi, du bist noch nicht dabei gewesen. Wir nehmen jetzt die Situation an. Ich verschieße, es schießt übrigens keiner. Drei Schuss, lade nach. Spreche ich also, wenn ich nachlade, lade nach. Damit der dann neben mir, rechts, links, über mir, wo auch immer sie stehen, wissen, okay, ich kann gerade nicht schießen, dass ich nachlade. Ja. Eine Granate zum Beispiel werfen wir immer nur mit dem Befehl Frag out. Nein, keine Sorge, ihr braucht nicht runtergehen. Ich werfe jetzt nicht. Ja. Warum? Granate, ja. Nein, Granate raus oder Frag out, das ist egal. Ja, es gibt Sachen, die sind in Ordnung. Ich sag mal so, ich sag auch Frag out, weil ich mir einfach angewöhnt habe. Das ist genauso. Okay, wenn du aber auch sagst, Granate raus, ist das genauso richtig. Ja, wichtig ist. Und das ist eine Rückmeldung, wenn ich spreche. Danke. Und bleib ruhig stehen, Sushi. Du musst auch hier. Nächste Grundregel in Arma: bleib stehen und einfach nichts machen und zuhören mal. Eine grundlegende Arbeit. Das verwirrt mich auch vor, wenn du dazu rumtanzt. Ja? So. Das heißt, es ist prinzipiell also erstmal egal, ob ihr sagt, Granate raus oder Frag out. Wichtig ist, dass der Mann weiß, dass ihr die Granate geworfen habt. Warum ist das so? Da ihr alle dabei wart und gerade so gesagt habt, ich war dabei, Roy, warum ist das so? Warum sagen wir überhaupt Granate raus? Okay, aber dann, wenn ich sie falsch schreibe, würde ich ja schreiben, Scheiße, Frag out, eigene Position oder irgendwas schreiben, lauft! Ja? So was schreien. Warum machen wir das denn jetzt eigentlich prinzipiell? Ja, aber warum? Warum? Richtig. Richtig. In dem Moment, wenn wir eine Granate werfen, wir reden hier von Splittergranaten, entstehen Splitter und die fliegen sehr weit. Zum Beispiel ein Artilleriegeschoss ist ebenfalls gefährlich. Das können wir natürlich nicht ansagen, weil wir es vorher nicht sehen. Ja. Zum Beispiel als Beispiel ein Artilleriegeschoss, was aufschlägt, ist nicht gefährlich, sondern die Splitter, die bis zu 800 Meter fliegen, sind die gefährlichen Sachen. Wir haben also definitiv einen Punkt, dass ein Splitter bis zu 800 Meter fliegen kann. Natürlich bei der Granate nicht, ist weniger. Aber ich sag mal so, auf 50, 100 Meter ist eine Granate gefährlich. Ja, und da tötet einen nicht die Explosion, sondern die meisten sterben an den Splittern in der Statistik her gesehen. Jawohl. Gibt es dazu erstmal Fragen? Das ist nur so Grundwiederholung. Ja, Roy, gut, dass du nochmal dabei warst, wa? Ja. Ja, habe ich gut drauf, oder? Ja. Gut. Als nächstes möchte ich euch einen weiteren Begriff erklären. Ich warte noch bis Sushi kurz da ist. Es klingelt an der Tür. Da warten wir noch mal ganz kurz. Weil ich das als wichtig empfinde. Checkt mal bitte alle, solange ihr aber seid, ob ihr alle Munition habt und so weiter und so fort. Wir sind sogar als Dingsda-Bumster ausgesucht. Okay, das ist schon mal nicht verkehrt. WB, WB. Okay.
Ja, ist normal, wie so auf dem Trainingsblatt muss man ja haben. Also wir werden heute keine Grenadierausbildung machen, aber ich werde spezifische Rollen ausbilden, auch nach und nach. Heute kommen wir auch zu der Rolle Kampftaucher so ein bisschen, weil wir das auch brauchen, einfach so ein bisschen. So, ganz kurz, ein wichtiger Begriff ist immer, wir reden im Bundeswehrjargon von einer Gruppe oder ein Zug. Was ist eine Gruppe und ein Zug? Kann mir das jemand von hier erklären? Bitte vielleicht einer nicht, der beim Bund war. Ja. Okay, 22, 23 Mann, ja, das ist richtig, man sagt so, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ein Zug kann, glaube ich, ich müsste lügen, bis zu 40 Mann gehen. Kann ein Zug gehen, theoretisch gesagt, ein großer Zug. Ich sag mal, die Rolleneinteilung in der Bundeswehr sind unterschiedlich. Wir sprechen, wie gesagt, von einem Zug, eine Gruppe, das ist richtig, was du gesagt hast. Zum Beispiel, der Zug ist sozusagen das Allgemeine. Und dann haben wir natürlich noch die Gruppe, die quasi untergeordnet sind. Kennt jemand so die Standardgruppenformationen vielleicht oder die einen das sagen, wollen wir sagen kann, okay, ich kenne zum Beispiel mal, weiß zum Beispiel, wie sowas funktioniert. Ja? Kennt da wer was von euch? Naja, sag mal so, wie ist denn zum Beispiel eine normale Gruppe bei der Bundeswehr aufgebaut? Genau, so eine normale Jägergruppe, wie ist denn so eine normale Jägergruppe aufgebaut? Ja, so generell mal von der Anzahl her gesehen, reden wir so von einer in einer normalen Gruppe. Funktioniert eigentlich im Normalfall, sagen wir so, wie wir sie spielen. Das ist auch wieder eine Frage, du hast einen Unterschied zwischen der Theorie und du hast einen Unterschied zwischen der Praxis natürlich. Im Normalfall werden wir vor allem eine Kombination oft merken, das wird ein Zug, wird ein Stoß und ein Deckungstrupp sein. Was ist ein Stoß und ein Deckungstrupp? Davor. Doch, 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 hab ich. Genau, Deckungstrupp ist das. Das heißt, wann haben wir einen Deckungstrupp eigentlich meistens? Ein Deckungstrupp sollte man auch meistens haben, einfach weil es auch Sinn macht, weil man einfach, ja, man hat einen gewissen Schutz, ja, und man hat so einen gewissen Rückendeckung, das ist auch immer wichtig. Man braucht halt einfach wirklich den Schutz und das ist auch in Armor wichtig. Ihr müsst euch in Armor, und das ist das, worauf ich hinausziehen will, auf euren Mann, der neben euch steht, verlassen. Das heißt, wenn zum Beispiel ich sage, der Sushi, so Sushi soll in Richtung Westen sichern, darf ich nicht immer nur nach Sushi schauen, sondern ich muss davon ausgehen, dass er seine Position hält. Weil in dem Moment, wenn ich meine Position vernachlässige oder meinen Blickwinkel vernachlässige, es reicht zum Beispiel, wenn ich sage, okay, sichert eine Rundumsicherung und ich muss jeden einzelnen kontrollieren. Weil in dem Moment, wenn ich jemanden einzeln kontrolliere, habe ich einen Nachteil als Gruppenführer. Ich verliere Zeit. Ja. Und B, ich bin selbst schutzlos, weil ich mich auf was anderes konzentriere. Und das ist wichtig, behaltet in Armor immer die Konzentration. Es ist anders als in Altes Live. Wer ist von euch hier Altes Live-Spieler? Oh Gott, viele. Danke, Bolle, du bist normal. Nein, Quatsch. Oder wer, vielleicht frage ich mal anders, das ist vielleicht sogar noch ein besseres Beispiel. Wer von euch hat Call of Duty gespielt? Okay, Battlefield zählt auch. Okay, ich hätte eigentlich mehr gedacht, das jetzt zu sagen, Call of Duty. Ich hab's gezockt, ich hab's gezockt. Okay, aber was ich euch damit sagen will, gewöhnt euch die Spielweise von Altes Live und von Call of Duty direkt ab. Es gibt in Altes Live sogenannte Cops, wie ihr alle wisst. Die glauben, sie spielen taktisch. Aber nein, das ist was anderes. Wir reden hier vom Militärischen. Selbst wenn ein Cop taktisch auf dem Kopfweise spielt, kann das sein, aber im Militärischen geht was anderes. Ein Polizist oder ein, nehmen wir eine Spezialeinheit, ist dazu gedrillt, dass vor allen Dingen auf Selbst, aus Schnelligkeit ausgeht. Oftmals auf den Punkt wenig auf Eigensicherung geben, sondern wenn sie gehen oft ins Ungewisse. Ein Soldat aber hingegen, in meisten Fällen, hat eine Planung dahinter. Das heißt, der Eigenschutz, und da will ich hierauf hinaus, geht immer vor. Wenn ich also zum Beispiel sage, dass Bucky gestorben ist, wir stürmen zum Beispiel, keine Ahnung, gerade diesen Komplex dort. Bucky wird angeschossen und liegt zu Boden. Was würdet ihr machen, Sushi? Okay, falsch, Bolle. Halt still, Sushi. Das trainieren wir noch. Das
Was würdest du machen? Bucky liegt zu Boden, was würdest du machen? Wir stören gerade einen Komplex. Rolle, rede, drücke deinen Knopf. Richtig. Richtig. Bucky, was würdest du machen? Wie willst du das machen? Du bist tot, Mann, Junge. Siehst du, so passt man auf. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja? Da sieht man erstmal direkt, wer zuhört und wer nicht hier, ja? Hätten wir es direkt mal besprochen. Gut, ja. Ja, Bucky ist raus direkt. Darfst dich nachher in die Ecke stellen und schämen, ist okay. Ja. Ja. Ja, also hier, das ist ja ein bisschen auf. Hast du dein Blastos Radio an? Ha, deswegen höre ich Bolle auch so krass. Bolle, geh mal bitte auf dein Teamspeak-Einstellungen, Plugins und mach mal den Haken bei Tastos Radio an. Ich frage mich schon, warum ich ihn so laut höre. Also können wir das mit dem Funk auch nicht üben, Bolle, ne? Schon verwirrt gewesen. Du sollst bei Teamspeak auf Einstellungen gehen. Plugins. Und den Haken bei Taskforce Arma 3 Radio reinmachen. Hast du drin? Mach ihn mal raus und rein. Oder auf alle Addons aktualisieren. Dann stimmt irgendwas nicht. Gut, dann müssen wir uns daran gewöhnen, dass Bolle das nicht hat. Das ist natürlich schwierig, gleich für die Taucherausbildung. Kannst du mal Teamspeak neu starten und nochmal neu reinkommen? Weil ja, man muss es ja richtig gestartet haben, theoretisch gesagt, weil anders wäre er nicht auf den Server gekommen. So. Gott, ein. Ey, Buggy, was hast du für ein Profilbild? Ohne Scheiß. So. Weißt du, er geht raus, ich bringe auf den nächsten direkt Buggy so ein Bild, Junge. So. Ganz kurz, so, das ist mir Punkt. Wenn wir eine Person, wenn wir was stürmen, dann ist es für uns wichtig, dass wir weitermachen. Es hilft der Person nämlich nichts. Wir gehen jetzt davon aus, dass hier, warum auch immer, hört ihr mich noch alle? Dass hier ein Schütze steht. Der hat Buggy jetzt aber niedergeschossen. Dann bringt es aber nichts zurück, wenn jetzt Sushi gerade hinstürmt und was ich in die Ecke rennen will. Stehen bleibt, kurz umguckt, was er tun wird und nochmal zurückrennt. In dem Moment hat der Schütze von hinten dasselbe, also er hat dieselbe Schussfläche, ja. Er kann quasi, beziehungsweise Sushi erschießen, und das heißt, wir haben noch einen Mann verloren. Vor allem ist es wichtig, dass wenn wir einen Angriff durchführen, dass wir ihn bis zum Ende ausführen. Ja, damit wir wirklich dort auch sicher gehen. Im Nachhinein werden die Verletzten immer geborgen. Ja, und wenn wir alle daran sterben, dann ist sowieso was schiefgelaufen. Ja. Ja, genau sowas. Hallo? Ich war echt auch über den Tag, ey. Oh Scheiße, ich mache das auch nie wieder Stream und so und das ist mir alles zu komplex. Ich bin verwirrt. Ja, Stream und so, ohne Scheiß, wenn du dann noch Stress im Real Life hattest, das geht nicht. Das ist absolut schwierig. Aber ist jetzt mal ein anderes Thema. Gibt es das mal hierzu, zu den Grundlinien, zu den ein paar Infos, die ich gegeben habe? Ich kann euch hier noch viel mehr sagen und nach und in der Zeit, wenn ihr immer mehr mitmacht, werde ich euch auch immer viel mehr verraten. Ja, aber ich will euch ja noch nicht die ganze Zeit dumm dastehen lassen und nur zuhören lassen. Ja, gehört halt dazu, ja. Das stimmt schon. Ich glaube, der Boll hat gerade ein schlechtes Gewissen, der connect nämlich und geht immer ständig wieder raus. Ja. Okay, das ist ja merkwürdig, das ist ja merkwürdig. Ist ja erstmal egal. Er kommt hoffentlich gleich wieder rein, das passt hoffentlich. Ansonsten muss er erstmal ohne Teamspeaker, müssen wir danach mal gucken. Bolle, zur Not lässt du sein einfach, beziehungsweise, ja, dann müssen wir es zur Not ohne probieren und wir schauen dann gleich mal nach der AGA, was da falsch läuft. Super. Gibt es hier erstmal noch Fragen? Sorry, jetzt nochmal ganz kurz zurück. Okidoki. Schon mal sehr gut. Ja. Ist jemand schon abgeschreckt von Arma Sushi? Ich weiß ja nicht, ja. Ich habe heute ständig gesagt, du machst alles falsch, aber ist ja nicht böse gemeint. War halt auch alles falsch, ja. Nein, nein. Ist also auch ein Punkt, das möchte ich euch sagen.
Armer ist ein extremer Lernprozess. Bedeutet, ihr werdet, wenn ihr heute hier rausgeht, nicht alles wissen. Ihr werdet die Fehler machen, die ihr schon mal gemacht habt. Das passiert. Aber Ziel ist es für euch selbst, den Punkt zu setzen, ich möchte mehr packen, ich möchte besser werden. Und wenn ihr diesen Motivation habt, seid ihr in Armerich. Denn hier habt ihr die Möglichkeit, anders als ein altes Live, Entschuldigung an die Spieler, ja, euer Potenzial eigentlich und das Potenzial von Armer wirklich zu entfachen. Vor allen Dingen mit dem Modset von uns. Ja. Wir reden hier wirklich von einer Militärsimulation. Das heißt, ihr müsst euch aber auch darauf einstellen, dass ich zum Beispiel mal sage, wann die Leute, die beim Bund waren, wird das weniger stören. Hier leg dich mal eine halbe Stunde hin und schau mal und spähe ein bisschen und gib mir Infos, wenn was Wichtiges passiert. Das kann passieren, muss nicht passieren. Aber es gibt Situationen in Arma, die sind nicht die spannendsten. Und das Problem ist, man muss einfach auch die Konzentration behalten. Weil in jedem Moment, wo man unachtsam wird, kann man bestraft werden. In jedem Moment, wo man nicht aufpasst, kann es dazu führen, dass wir einfach alle sterben, beziehungsweise dass einer, der. Es braucht nur einer nicht aufpassen. Das ist wichtig. Das hier nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Ihr müsst euch auf euren Nebenmann verlassen. Deswegen wirklich, eins möchte ich nicht sehen, wenn wir irgendwo stehen am Hügel, ne? Ist gefühlt von jedem zweiten oder wenn nicht sogar jeder manchmal und nur jeder dritte macht's richtig, diese folgende Reaktion. Wir stehen hier. Und plötzlich siehst du, wie bei 15 Leuten. Ja? Ihr wisst, was ich meine? Ja, genau. Wichtig ist, ihr nehmt das Fernglas nur auf Befehl raus. Wenn ihr ein normaler Fußsoldat habt, habt ihr mit dem Fernglas eigentlich nichts zu suchen. Es ist euch eigentlich scheißegal, ihr schaut in die Richtung, wo gesagt wurde, dass was ist. Selbst wenn ihr eine Situation habt, wo ihr sagt, ja, warte mal, da hinten hat sich was bewegt, könnte aber auch ein Schaf sein. Ja, ist es wichtig, dass ihr es nicht tut. Oder ihr sagt, hier, ich habe dort hinten was gesehen, kann ich mal kurz gucken. Weil in dem Moment, wenn ihr das Fernglas macht, muss jemand eure Sicherungsposition einnehmen. Denn in der Sicherungsposition fehlt dann Feuerkraft. Wann ist das vor allen Dingen ganz wichtig, wo wir eine Sicherung immer halten müssen, ist zum Beispiel in der Stadt. Ja, ich werde uns gleich wohin porten. Ich hoffe mal, die gibt's auf der Karte. Ich muss gerade schauen, ganz kurz auf die Karte. Besonders wichtig ist, ja, warte. Ja, nee, aber ich suche was anderes. Ich suche gerade einen Ort, wo die Häuserkomplexe so stehen, dass es sich besonders lohnt. Ja, ich habe was gefunden. Wir werden gleich einen Port bekommen. Ich hoffe mal, Zeus funktioniert. Jetzt bleibt Bolle hoffentlich nicht die ganze Zeit weg. Da kommt er doch wieder. Nee, das war er doch nicht. So, sieht es denn wirklich so gut aus, wie es ist? Ja, es sieht gut aus. So. Und zwar Teleport. Gut, ne? So. Wir sind hier, warum? Weil das in den Häusern gerade blöd ist. Ich gebe jetzt zum Beispiel, sage jetzt, dass eine Rundumsicherung gemacht wird. Das heißt, Sushi soll zum Beispiel in Richtung 191 Grad schauen. Ja, GPS-Mitte übrigens. Dann sage ich, Clemens, du sollst in die Richtung 9 Grad schauen. Ja, und dann sage ich, Bolle ist nicht da. Hier ist Bolles TS-Plugin auch. Nein, geht nicht, warum auch immer. Ich weiß nicht, was da los ist, ohne Scheiß. Dann nehmen wir mal, Roy soll zum Beispiel in Richtung 281 Grad schauen. Und dann steht jetzt hier, jetzt müssen wir uns eine Mauer wegdenken, ist ein bisschen blöd. Egal, das passt schon zum besten Beispiel dazu. Wir haben jetzt hier 3 Sicherungspositionen eingenommen. Wir haben alle Sicherungen eingenommen, wo was kommen könnte, theoretisch gesagt. Bedeutet also für uns, warte, ich sag nur Bolle. So, Bolle, ich gebe dir jetzt einmal Modrechte, das bitte nicht ausnutzen, danach gebe ich dir das, nehme ich dir das wieder weg. Damit du zumindest hier Fehler nicht bekommst, okay? Das Error sollte jetzt weggehen und wir schauen danach mal, okay? Achso, das könnte aber gleich wiederkommen, wenn du nicht den Mod hast. Gut, das mit dem Taskforce Radio schauen wir gleich mal. Ist ja egal erstmal. Das ist mal keine Rolle. So, warum ist es wichtig, dass die Positionen hier gehalten werden? Wir gehen jetzt davon aus, dass wir uns in der großen Stadt befinden. Guck mal, was macht Sushi zum Beispiel falsch? Er schaut Bolle an. Ja, ich habe gerade gesagt, Mensch, schaut doch mal in Richtung 190 Grad. Und was macht er? Er schaut nach rechts zu Bolle. Ich weiß, Bolle ist hübsch. Ja, aber ist jetzt nicht Sinn und Zweck. Ja, die Sicherungsposition zu halten ist deswegen wichtig, weil ihr genau in diesem Moment, wenn ihr eine Sicherung ausgibt, habt ihr eine Ecke frei geschützt. Und vor allen Dingen im Häuserkampf in der Stadt ist jede Ecke tödlich. Ja, wir befinden uns also in einem Häuserkampf in einem engen Terrain. Und hier ist es für uns wichtig, dass wir wirklich die Kontrolle halten. Und da kann ich nicht
sagen, da kann ich nicht erwarten, beziehungsweise immer hin und her zu gucken. Das kann ich mir nicht als Gruppenführer erlauben. Ich habe als Gruppenführer die Aufgabe, euch da durchzuforsten, ohne dass ihr sterbt. Wenn ich aber weiß, dass ihr immer hin und her guckt gerne und eure Sicherung gerne verlasst, dann hilft es mir nichts. Und vor allen Dingen ist das auch oft der Tod, warum in der Stadt was schief geht. Ja, und da kam seit 5 Minuten nichts. Ja, in der 6. Minute könnte aber was kommen, ja. Deswegen, auch wenn was nicht so spannend ist, solltet ihr das Ganze nicht vergessen. So, jetzt kommt mal wieder alle her. Könnt ihr wieder aufgeben? Ja. Richtig, richtig, richtig. Da könnte was... Ja, aber ich habe jetzt mal davon ausgegangen, dass es ein Häuserkomplex ist, wie das am Anfang ist, dass hier gar keine Freifläche wäre. Ich hätte hier noch ein paar Häuser hinklatschen können. Ja. Jawohl. So. Gibt es hierzu erstmal Fragen? Ihr seht, wir haben heute sehr viel Theorie, ne? Scheiße, oder? Fragen? Mir ist halt wichtig, dass ihr... Ich erwarte, wie gesagt, nicht von euch, dass ihr die perfekten Armor-Spieler werdet. Wer natürlich die NTF will, sehr gerne. Und das Mindestalter natürlich hat, das muss natürlich da sein. Dann ist das natürlich, freue ich mich, wenn ihr besser, ihr müsst besser werden. Klar, in der NTF ist das noch ein ganz anderer Standard, aber ich will halt auch, dass euch die Community-Mission mehr Spaß machen. Und wenn ihr den Durchblick habt und eine Community-Mission weniger an denselben Fehlern scheitert, ja, dann macht es automatisch mehr Spaß. Ja, wenn man selbst auch sich bei Verbesserungen vorstellt, ja. Deswegen empfehle ich euch eins vom Slotten in der Mission, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt mal was probieren. Zum Beispiel, keine Ahnung, wollen wir jetzt mal einen Grenadier probieren, ja. Hat Grenadier noch nie gemacht, weiß aber, oh, hier kann ich eine Granate verschießen, super. Ja. Ja, aber das Problem ist natürlich, ein Grenadier kann auch eine Granate so verschießen. Ja, und wenn er noch ein Stück nach unten zielt, kann sie noch blöder laufen. Das bedeutet, was ich euch empfehle, ich wusste jetzt ganz genau, wo ich ihn schieße, keine Sorge. Ja. Wichtig ist für euch, wenn ihr eine Rolle probieren wollt, empfehle ich euch, setzt euch nochmal eine Viertelstunde vor der Mission hin und testet die Waffe aus. Das hilft schon sehr viel. Ja, testet schon mal die Waffe aus und schaut, wie sie funktioniert. Ja. Das ist mein Rat an euch, wenn ihr eine Spezialrolle haben wollt. Oder ihr könnt auch mich ansprechen. Wenn ich da bin und Zeit habe, helfe ich euch natürlich auch gerne, ja. Aber vor allem ist es eine Mission halt, dass man schneller drin ist. Wer hat jetzt denn? Wer hat jetzt eine geschmissen? Oh Mann, oh Mann. Und das ist noch von der NTFler. Oh. Was hast du? Die Waffe sichern kannst du mit über Tab der Taste, Zirkomplex. Dann müsste oben rechts ein Button kommen. Müsste oben ein Button kommen, das ist Took off Safety oder so. Ach so, okay, dann Steuerung und darüber ist Standard. Ich hab's nur drauf gesehen. Linke Steuerung. Der Manfred hat gerade schon eine tolle Sache gemacht. Der Manfred hat keine tolle Sache gemacht und zwar. Diese. Ja, aber er hat eine richtige Sache gemacht. Was hast du gedrückt? Was ist standardmäßig? Müsste auch Umschalt und Zirkomplex sein, ne? Ja, Umschalt und Zirkomplex ist auch bei dir Standard. Ich stelle manche Tasten um, deswegen bin ich mir unsicher. Deswegen, wenn jemand natürlich weiß, falls ich eine falsche Standard sage, dann bitte schreien, ja? Was ist das? Wir können ein Anzeichen geben in Arma. Ist ja Wahnsinn, oder? Wir sehen, was die Person gegeben hat. Die drücken alle bitte einmal Umschalt und die Tab-Taste. Umschalt und die Zirkomplex-Taste. Die über Tab. Wann nutzen wir die Situation? Macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn wir zum Beispiel TVT spielen. Wir spielen gegen menschliche Gegner. Es macht dann Sinn, wenn wir zum Beispiel wie zukünftig Akre verwenden. Und hier im Punkt, den neuen Community-Server werden wir auf Akre umschalten. Das wird ein bisschen anders sein als Task Force Radio. Ich werde dazu aber auch was... werde da auch noch eine kleine Agatron geben. Wichtig ist, Akre kommuniziert dem Computerspieler, wenn ihr sprecht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, Manfred, komm mal her. Stell dich mal bitte hier hin und stell dich mal hin, als ob du eine Wache bist. So, einfach am Rand. So, dann kommen die anderen mal bitte mit. Manfred, bleib dort. Wenn ich mich also als Soldat jetzt hier anschleiche und mich auf Flüstern stelle, okay, dann ist es so, dass uns nicht hören. Ja. Dann ist es quasi so, dass wir uns nicht hören, beziehungsweise die Computergegner hören uns nicht. Akra aber sagt den Computergegner, wenn wir normal sprechen oder Lautstärke haben, oh, warte mal, da hat wer gesprochen, schau mal in die Richtung.
Das bedeutet, es wird mit zukunftsmäßig noch wichtiger, dass ihr in gewissen Situationen und vor allen Dingen bei Sneaky-Missionen manchmal die Fresse haltet. Ja, weil die Computergegner alarmiert werden. Dafür sind dann solche Sachen zum Beispiel gut. Oder sowas. Oder sowas. Genau. Ja. Mit STRG und Tab. Nein, das ist, wie weit man spricht, das ist die Lautstärke. Mit STRG Tab stellt ihr rein, wie weit ihr sprechen könnt. Ich empfehle euch, lasst es immer auf normal. Nur ein Gruppenanführer hat eigentlich auf Schreien zu sein. Und wenn ihr irgendwelche Situationen seid, zum Beispiel, keine Ahnung, ihr müsst was klären oder so, dann stellt euch am besten auf Wispern, also auf Flüstern, damit ihr wirklich, da hört man euch wirklich sauweit, das hört man euch nicht weit. Ein wichtiger Punkt, wo wir gerade davon sprechen, was ich wichtig finde und was mir immer wieder auffällt in Missionen. Aber dadurch, dass wir viele alte Live-Spiele haben, werde ich, glaube ich, viel Verständnis dafür bekommen. Ist der Punkt Off-Topic in der Mission. Versucht sowas zu halten wie, welche Taste waren das nochmal? Schreiße ich jetzt eine Granate mit T oder mit wo? Oh ja, war T, gut, danke. Ja. Ist halt echt, vor allem in der Mission, wo es auf Atmosphäre geht, wie zum Beispiel in der Nachtmission, ist das halt oft ein Stimmungstöter. Oder sowas wie, oh, ich muss pissen, Alter, kurz AFK. Oder keine Ahnung, muss scheißen, AFK oder Tür klingelt. Ja, wie meldet ihr euch am besten ab? Es gibt mehrere Möglichkeiten zu sagen oder es schöner zu formulieren. Entweder so, ich brauche kurz Pause oder zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wie, ich habe gerade Kopfschmerzen, bitte kurz warten, wartet mal ganz kurz oder sowas. Ja, die Mehrzahl der Leute wissen, dass es irgendwas passiert, im Off-Topic machen müsst, also außerhalb des Spiels. Ja. Das ist halt aber auch blöd, weil wenn du als Soldat natürlich durchs Schlachtfeld läufst, kannst du ja auch nicht sagen, oh ja, kurz geistig weg. Ja. Ah, warte, ich muss kurz. Warte, ich muss kurz gucken, dass ich zum Beispiel keine Granate werfe gerade. Sieht, das wäre auch off-topic, sozusagen. Ich muss gerade den Clemens ganz kurz porten. So. Genau. Genau, denn eine beliebte Sache ist, was ist denn GPS? G. Nein, G ist kein GPS. Ja. Ja. Genau, also ich empfehle euch, stellt Granatenwerfen auf Doppel-G. Ich spiele die Arma-2-Steuerung, ich habe sowieso auf T, ja, aber ich habe sowieso viele Tasten umgestellt. Wir gehen mal auf Escape. Genau, Escape, Controls, also Steuerung. Dann hast du einen Button. Weapon, also Waffen irgendwie. Wie heißt das Waffen? Dann hast du dort Werfen und dort würde ich sagen, stell es auf Doppel-G. Du wählst es aus und drückst zweimal die G-Taste schnell, dass es nur mit G Doppel-G wirfst. Damit habt ihr einen Noob-Schutz eingebaut, wirklich. Es passiert ja auch und es ist ja nicht mal böse gewählt. Es kann einfach passieren, keine Ahnung, warum auch immer. Ihr wollt, was weiß ich, irgendwas machen und drückt versehentlich die G-Taste. Ja, den Feuermodus oder so. Genau. Dass ihr einfach eine Sicherheit dahinter habt, ja, dass es wirklich nicht passiert. Und aber ganz kurz da, genau. Ihr habt halt wirklich einen Sicherheit, da hat Jack schon recht, siehst du, auch von der NTF, er hat zwar vorhin gefällt, jetzt musst du aber klugscheißen, alles gerettet. Ja. Wichtig ist halt, versucht den Rollenspielfaktor wirklich so ein bisschen zu bewahren. Ich denke, es kommt halt anders, ja. Und nein, zu Rollenspiel fehlt zum Beispiel nicht. Wir spielen gerade die Russen und wenn jetzt plötzlich 10 Deutsche einfach sagen, ja, Wladimir, wir machen das so. Das klingt absolut scheiße. Ja. Das zählt nicht dazu, ja. Wenn ich plötzlich 10 Leute versuchen, in einen super schlechten russischen Akzent zu sprechen, klingt das nicht gut. Für einen selbst klingt das in dem Moment, ja, genau. Sehr cool, aber es klingt einfach nur scheiße. Ja. Das heißt, versucht das schon darauf zu bewahren. Und wirklich versucht, vor allen Dingen werden wir gleich sehen, wenn wir uns was anschauen, und zwar die Taucher so ein bisschen, versucht wirklich auch manchmal mit Handzeichen zu arbeiten, wenn es sein muss. Ja. Wenn ihr unter Wasser seid, könnt ihr auch funken, aber einen Punkt noch. Versucht den Funk immer frei zu halten. Ja? Ihr werdet bei meinen Community-Events auch mal sowas erleben. Guten Abend, meine Bienen, herzlich willkommen in der heutigen Community-Mission. Werdet ihr in der DF nie erleben. Ja? Aber in der Community gehe ich da natürlich schon ein bisschen lockerer um, aber versucht den Funk trotzdem so kurz wie möglich und so wichtig wie möglich zu halten. Ja? Das ist einfach ein wichtiger Punkt, vor allen Dingen in Kampfsituationen. Bei Kampfsituationen sowas wie: Hey Troll und LOL, das habe ich in COD gestern auch gemacht. Ja? Ist halt echt blöd, ja.
Oder bald ist live, machen wir das immer anders. Ja, wir sind nicht bald ist live, Junge. Ja? Nein. Also einfach, dass ihr versucht, den Off-Topic so wenig wie möglich und den Funk halt auch so sinnvoll wie möglich zu halten. Es ist zwar mal witzig, wenn man sagt, Penis. Ja, das klingt witzig, lacht jeder mal. Ist aber im Kampffeld nicht unbedingt angebracht. Ja. Und da müsst ihr einfach schauen. Und das ist halt auch so ein Punkt wie. Ich habe vorhin bei Sushi gemerkt, wer noch nie der Taktik in Sinne gespielt hat, ich erkenne das immer direkt, zum Beispiel, dass man auch immer so hippelig macht. Ja, so wie ich manchmal bei meinem Editor-Tutorial jetzt leider bin, das habe ich mir auch doof angewöhnt, bin ich gerade dran. Ja, es ist einfach verwirrend, ja. Wenn ich als Gruppenführer die ganze Zeit so sprechen würde und dabei so machen würde und dann nochmal so und dann keine Ahnung, dann vielleicht noch so und so und so und dann lade ich nochmal nach, das ist halt einfach uncool. Ja, und vor allem, wir finden, oder dann vielleicht auch so, was weiß ich, ja. Wird das dann cool so zu machen, dann weil ich einfach mal rausgefunden habe, was für eine Tastenkombination ist. Ja, es ist für einen, ist nicht so cool, sagen wir so, stehe ich jetzt richtig? Verdammt. Ja, gut, okay. Das kann man der Ego-Perspektive immer so schlecht sehen. So, das ganz kurz dazu. So, gibt es erstmal dazu Fragen? Mit dem Ace-Menü? Ace-Eigenmenü, dann hast du Gestures oder Handzeichen. Weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich spiele alles auf Englisch. Hast du verschiedene Punkte. Hast du Gesten. Und dann kannst du zum Beispiel Sachen machen wie das. Ja. Ja. Ja, das ist ein Punkt. Kann jeder einen Verletzten verarzen? Okay, Sushi, du wahrscheinlich nicht, ne? Ja? Auch ein Ace gut. Nein, ich weiß es nicht. Nein, ist nicht böse gemeint, Sushi. Ich das war nicht, wenn. Okay, perfekt. Aber wenn ich wirklich jemandem sage, du wahrscheinlich nicht, ist das absolut kein Angriff, wirklich. Ja, sehe das bitte nie als Angriff. Ja? Wenn ich zum Beispiel sage, Roy ist eine geile Sau, dann meine ich das vielleicht gar nicht ernst. Weiß man nicht. Ja. Ja, du hast natürlich vollkommen recht, ja. Nur was halt, ja, einfach. So, gewöhnen wir uns gleich mal daran, wenn wir was Tolles sehen, dass wir nicht direkt ranrennen, ne? Und eins noch, wenn wir ein Ende der Mission sehen, möchte ich keinen, wirklich. Und scheiße, es ist ein Stimmungstüter, auch wenn es bei Char halt cool aussah, der so macht. Beendet Mission bitte nicht so, weil das ist oft der Stimmungstöter, der letzte Moment in der Mission, der einen schnell aus der Ruhe bringen kann oder eine Mission das Endfeeling wirklich zerstören kann. Wie gesagt, bei Jarhead sah das cool aus, ja, aber das ist nicht überall cool, ja. Auch wenn wir gerne mal, auch wenn wir eine Mission hatten, wo wir nicht so viel schießen mussten, ist es ärgerlich, weil eigentlich gehört es nicht dazu. Ja, wir sind hier, wie gesagt, nicht in Call of Duty. Richtig, und unsere G36 schießt auch nicht richtig, das heißt, wir müssen auch berechnen, vielleicht fliegt sie ja nach links noch und trifft jemand anderen. Ja, wissen wir ja alles nicht. Ja, da kommt man bitte mit. Ihr habt einen Punkt, den könnt ihr auswählen, dann wählt ihr einfach mal den Grenadier aus bei den Kampftauern. Jack, du wählst mal bitte den Medic aus. Mausrad, Mausrad. Und dann wählst du einfach das aus, was du haben willst, drückst mittlere Maustaste. Du, den Grenadier. Okay. Ich möchte, dass ihr euch ganz kurz eure Ausrüstung mal checkt. Wählt an, bitte das Inventar. Bitte keine Granaten werfen. Danke. Ihr habt als Taucher zwei grundlegende Sachen, die ihr beachten müsst. Wir haben ein anderes Funkgerät. Wir können unter Wasser nicht sprechen, die müsst ihr beachten. Und wir haben eine Weste, die eigentlich keine Weste ist, sondern eigentlich unser Atemgerät. Ja, diese Weste und die Taucherwaffe benötigen wir, um zu überleben. Ja, bedeutet, wir müssen also diese Weste tragen, damit wir unter Wasser Sauerstoff haben. Ja, wenn wir unter Wasser sind, werden wir nicht kommunizieren können. Dann gibt es aber eine tolle Tastenkombination, die nennt sich Umschalt und P. Dann öffnet sich ein kleines, rundes Funkgerät. Seht ihr das? Dieses Funkgerät ist in euren Helm drin. Automatisch. Nein, 100 geht nicht. Dieses Funkgerät hat eine Reichweite von 30 bis 70 Meter. Das ist nicht viel. Je nach Wellengang. Bedeutet, also, es ist starker Wellengang, habt ihr eine Reichweite von 30 Meter. Und 30 Meter ist wirklich nicht viel.
Das heißt, wir haben also hier eine sehr große Gefahr darin, dass was schief laufen kann, dass wir uns nicht richtig kommunizieren können, ja? Deswegen ist es vor allen Dingen als Kampftaucher wichtig, immer zusammen zu bleiben, ja? Und vor der Mission zu besprechen, wie wir Formationen aufbauen, ja? Du wirst in den Kampftaucher nie die perfekte Schützenreihe erleben, wirst du nicht, ja? Du wirst als Kampftaucher nie das perfekte Schützenrudel erleben, wirst du nicht. Aber wichtig ist immer, dass ihr immer den Sichtkontakt zu eurem Vordermann habt. Immer. Ja, und da ist es auch nicht schänderlich, wenn man sagt, ich verliere euch, keine Ahnung. Ja, und leider ist es auch wichtig beim Tauchen, auch wenn es mal schön ist, unter Wasser zu sein, dass ihr eben unter Wasser nicht so dasteht. Ja, ich weiß, Fische sind toll, sieht schön aus, aber ist halt blöd. Ja, also es kann halt blöd werden, sagen wir es mal so. Deswegen muss man da natürlich aufpassen, dass es passt. Dann gibt es Situationen, sage ich mal, die das Ganze ja noch schwieriger machen und davon müssen wir ausgehen. Kampftaucher am Tag mit unserer Uniform sind recht blöd. Dann gibt es Situationen, dann sieht das so aus. Ja. So. Jetzt sehen wir viel, aber ich würde gerne mal, dass ihr jetzt ohne Nachtsicht einmal bitte ganz kurz nach Roy und Clemens ganz kurz, einmal ganz kurz taucht und dann wieder hochkommt und das in Zweier reinmacht. Nur mal ganz kurz. Ohne Nachtsicht. Und dann auch mit Nachtsicht. Schalt ruhig mal unter Wasser aufs Nachtsicht. Erstmal aus und dann geht mal ran. Bei Nacht. Dann macht ihr das beide. Und dann machen wir das noch hier. Und Bolle, wir gehen zu zweit rein. Nein, erst nur erstmal die beiden. Erstmal nur die beiden. Erst wenn die raus sind, gehen wir weiter. Ich glaube, der Funk, wo ist denn das Land? Ja. Wir lassen die Standard drin. Das müsste jetzt standardmäßig die 40.6 sein, richtig? Okay. Dann gehen wir auf die 30.0. Ach, 30 geht nur mal auf die. Ach, es geht nur von 32 bis 41. Er geht auf die 32. Das hat sogar nur 32 bis 41. 32 Punkte. Warte, sag ich dir. 32. 32. 32. 3-2. 3-2. Wirst du gleich kriegen. Machen wir gleich, wenn wir unter Wasser gehen. Und das andere Funkgerät funktioniert unter Wasser nämlich nicht. Und das Funkgerät, was wir gerade eingestellt haben, funktioniert überhalb des Wassers nicht. Okay. Ihr seht, ihr habt. Da kommen wir gleich zu. Buggy und Sushi, du jetzt dran. Du setzt sie ab, wenn du außer Wasser bist und weißt, du musst nicht mehr reingehen. Wir gehen gleich noch rein, deswegen musst du sie nochmal aufbehalten. Sieht ein bisschen aus wie ein Pilot, Alter. Ja. Einfach nur kurz reingehen eigentlich. Ich will nur sehen, ein Gefühl davon bekommen, wie die Sicht dort unten ist. Und die ist nicht so gut. Wer ist als nächstes dran? Manfred und Jack, ne? Macht euch schon mal bereit. Ihr geht gleich rein. Macht euch nur schon bereit. Wäre geil, wenn ich bei jemandem die Taucherweste vergessen hätte, war und gleich erstickt. Wäre witzig. Nein, habe ich nicht. Keine Sorge, hoffe ich. Übrigens wird es auch irgendwann, wenn ihr Interesse habt, eine Ausbildung bei Nacht geben, wie ihr euch in der Nacht orientiert. Morgen nicht. Ich denke, nächste Woche oder so. Nächste Woche gibt es nochmal eine AGA. Ich weiß nicht. Ich lasse mal die grundlegenden Begriffe, dass das mal fest ist, bevor ich mit spezifischen Ausbildungen anfange. Ich finde es halt.
Was heute? Nein. Die habe ich abgesagt aus Real-Life-Gründen. Die hatte ich nicht geschafft, weil da mal Real-Life ein bisschen da rumgesponnen hat. Okay, Manfred und Jackie können schon reingehen. Aber wenn Jack's eigentlich schon kennt, aber ich schicke dich trotzdem nochmal rein. Okay, ihr seht, ist ein bisschen blöd da unten, ne? Ja, warte aber mal, wenn du 5 Meter tiefer bist. Ihr seht, das geht also ganz schnell. Die funktioniert. Dekopausen. Alles klar. Was auch natürlich geht, ich muss mal kurz hinterm Busch. Das geht übrigens auch als... Okay, die kommen raus, dann gehen wir kurz rein, Bolle. Das, bei dir funktioniert jetzt Task Force Radio nicht, das heißt, du wirst mich hören. Das ist natürlich ein bisschen problematisch gerade. Ja. Kriegst du eigentlich unten rechts eine Fehlermeldung von Task Force Radio? Okay. Müssen wir dann nochmal schauen. Mit der Y-Taste gehst du runter, du hörst mich ja normal. Mit der Q-Taste gehst du hoch. Wir gehen zurück, Bolle. Hinter dir, wieder zurück an Land. Nachtsichtgerät auf und zurück an Land. So. Erstmal, ihr habt gerade gesehen, dass die Sicht dort unten sehr bescheiden ist. Wir haben einen Nachteil noch, wir hören uns nicht. Eigentlich die perfekten Bedingungen, um uns zu verlieren. Ja. Stell dir vor, der Missionsdesigner sagt, es gibt keine Namen über der Mission. Ne? Das ist natürlich noch blöder. Ja. Richtig, meistens geht man rein und der Gruppenführer sagt, okay, wir gehen rein, was weiß ich, 250 Grad oder 255 Grad und treffen uns 10 Meter da vorne, ja. Da weiß jeder, okay, Treffpunkt ist 10 Meter weiter voraus oder bei den STVs, bei den U-Booten oder sowas, ja. Dann den Standpunkt hat, wo man sich trifft und wo man sich nochmal wiederfinden kann, ja. Bei der Reihenfolge ist es wichtig, dass man wirklich immer aufpasst, dass man immer jemanden sieht, ja. Wir werden heute noch kein Boot fahren, weil ich glaube, das wäre too much, da noch so verständigen und so mit Richtungsangaben, das machen wir nochmal einen separaten Kurs. Ich würde auch gerne eine Fahrzeugausbildung machen, dass ihr so ein bisschen die Koordination findet, wie ihr nach Gradzahlen fahrt und so weiter und so fort. Aber auch das muss geübt sein, wenn da natürlich Interesse ist, auch an so speziellen Kursen. Ja. Euer Funkgerät stellt ihr standard, ihr sprecht standardmäßig mit, oh, mit was sprecht ihr denn standardmäßig? Jack, du hast standardmäßig eingestellt, bestimmt. Okay. Schau mal, das ist das DD-Radio. Und Transmit. Also STRG Plus. Drückt mal bitte die STRG Plus-Taste, damit ist die rechte Plus-Taste gemeint. Dann müsst ihr eine Meldung bekommen. Can't use Driver Radio on the air. Driver Radio. Jawohl, geht nicht. Dann seht ihr unten die Meldung, bekommt ihr, ne? Okay, was ich euch empfehle, ich habe es auf Tab umgestellt. Wenn ihr auf Einstellung geht, Controls, Konfigurieren, Add-ons, dann habt ihr TFAR. Wenn ihr ganz nach unten scrollt, seht ihr dort DD-Transmit. Okay, wir haben jetzt nochmal... Wir drücken die Escape-Taste. Escape, was ist denn da drauf auf der Taste?
Funk, okay dann. Aber kannst du ja auf eine andere Taste legen. Legst du auf eine andere Taste. Konfigurieren, Einstellung. Also Einstellung dann auf Controls, Steuerung. Dann habt ihr unten rechts einen Button, der heißt. Da habt ihr unten einen Button, der heißt Konfigurieren Add-ons. Seht ihr das? Klickt ihr drauf. Bei Add-on wählt ihr jetzt oben, wo ihr die Add-ons auswählen könnt, TFAR aus. Und wenn ihr ganz nach unten scrollt, habt ihr einen Punkt, da steht DD Transmit. Control Plus. Wenn es nicht funktioniert, warum auch immer, das kann passieren, legt es auf euch eine Taste, wo ihr sagen könnt, das braucht ihr vielleicht dort, wo ihr sind. Also wie gesagt, ich habe es auf Tab. Wenn ihr es nicht habt, also schaut einfach vielleicht auch, ob ihr es umstellt. Stellt es mal auf eine Position, die ihr haben wollt. Genau, kann nicht an der Luft gewendet werden. Wenn ihr es jetzt mal umstellt und drückt und wollt funken, kriegt ihr eine Meldung, kann nicht an der Luft genutzt werden. Oder can't not use on air. Richtig? Also, wenn ihr jemand nicht nachkommt, einfach sagen, ne? Okay, du drückst auf Escape, ESC, Einstellungen, Steuerung. Konfigurieren oder konfigurieren heißt das vielleicht auch genau. Genau, und dann hast du unten Einstellungen Add-ons oder konfigurieren Add-ons. Ich wies auf Englisch. Warte noch nicht, bitte jetzt nicht sprechen, warte. Dann gehst du oben bei Add-on drauf, wo MRT Accessory Functions steht. Hast du so einen Pfeil, wo du aufklappen kannst. Und dort siehst du dann TFAR. Bei mir ist ganz oben sogar. Siehst du es? Genau, klick mal drauf. Dann scrollst du dort mal ganz nach unten. Und irgendwo kommst du zu einem Punkt, der heißt DD Transmit. Die Taste stellst du dir darauf um, wo du das Funkgerät für die Luft haben willst. Ich hab's auf die Tab. Für die Taucher. Ich hab's auf Tab. Dann klickst du auf OK und stellst es mal um. Halbe Stunde, Leute, das packen wir noch und dann sind wir auch durch. So, jetzt drück mal die Taste und dann müsst du eine Meldung bekommen. Funken an der Luft nicht möglich, richtig? Kriegst du überhaupt eine Meldung? Ja. Geht's? Da steht Fahrzeug. Irgendwas steht nicht in der Luft. Genau. Und da das ja auch wie beim Bund ist, warten wir immer kameradschaftlich und ohne irgendwelche. Ich hab Tab. Okay. Wenn du aber bei der Plexi-Mission mitmachst, empfehle ich dir, stell es wirklich ein, weil da wirst du es brauchen. Bei dir funktioniert es ja gerade sowieso nicht. Ich würde trotzdem, dass du trotzdem mal kurz noch hier bleibst. So lange geht es nicht mehr. Und dann würde ich sowieso schauen, warum der TFI überhaupt nicht funktioniert. Das wollte ich gerne mal nachgehen. So, okay. Haben alle es eingestellt? So, dann gehen wir jetzt in Richtung 263, spazieren wir jetzt rein und treffen uns ungefähr 10, 15 Meter unter Wasser. Also gleich nach vorne schwimmen, aber nur ein Stück weit tief, maximal 3 Meter tief oder so. Es funkt keiner, außer ich sag's. Da ich damit nicht sprechen kann, wird es spaßig. Woll, du kannst auch runter mit gucken, ne? Gucken kannst du trotzdem. Hab ich gesagt? Achso, 32, die 3-2, aber mit Shift und P stellt jetzt ein. Danke, gut mitgemacht. Ja, aber man hört dich nicht per Funk. 32 Punkte. Habt ihr die 32 eingestellt? Super, dann gehen wir runter.
Ich danke. Okay, ich spreche jetzt und ihr hört natürlich du Gebabble. Jetzt spreche ich per Funkgerät und hört mich. Hört mich, macht bitte einen Funkcheck. Ihr habt also gerade auch gehört, dass manche Töne mit dem Funkgerät einen extremen Bass haben. Es ist also gut möglich, dass Meldungen falsch verstanden werden, also hier besonders aufmerksam seid. Ich hoffe, das ist euch aufgefallen. Ihr könnt unter Wasser natürlich nicht schießen, das ist ganz wichtig. Und wenn wir schwimmen, schwimmen wir immer geradeaus, beziehungsweise versuchen immer in einer Reihe zu bleiben, sodass wir hintereinander schwimmen, bestmöglich. Wir haben einen Vorteil hier unten und der ist ganz klar, dass wir einfach unter Wasser sind. Das heißt, die Feinde sollten uns eigentlich nicht sehen und vor allen Dingen nicht in der Nacht. Ja, in der Nacht sollten sie uns erst recht nicht sehen. Ja, ist wichtig, dass wir da die Koordination behalten und uns immer an dem Vordermann halten, dass wir uns nicht verlieren. Und nachts schwimmt immer mit Nachtsichtgerät, das ist klar zu empfehlen. Du kannst mich bei Teamspeak lauter stellen, aber eigentlich müsste es besser sein. Oder du stellst deinen Armer-Sound runter, das kannst du machen. Effekte. Also Okay, ich porte dich gleich, wenn du connected bist. eigentlich mit. Super. Ihr seht also, es ist zwar cool zu schwimmen, aber es ist auch eine Herausforderung, vor allem bei der Nacht. Aber es gibt uns natürlich ganz andere Einsatzmöglichkeiten. Wir schwimmen dafür nochmal bitte an Land. Und bitte funkt alle nochmal jetzt ganz kurz euren Namen, bevor wir hochgehen. Sehr schön. Ihr Gewöhnt euch an das Atem. Es kann sein, dass ihr manchmal 20 Minuten unter Wasser seid. Ja, ist normal. Es kann passieren. Kann passieren. Ich glaube aber, wenn du sie vorher STRG runtersetzen, müsste es eigentlich gehen, oder? Dann soll es gehen. Du kannst nur unter Wasser, kannst du nicht die Waffe senken. Ja, du musst sie nehmen. Den Punkt. Wann setzen wir einen Kampftauchertrupp ein? Das ist richtig. Das ist schon mal richtig. Ein Kampftaucher, das ist 100 Punkte. Das ist natürlich richtig. Wenn ein Kampf ins Wasser muss natürlich in der Nähe sein, damit wir tauchen können. In der Wüste ist natürlich schlecht. Also da gibt es 100 Bumi-Punkte mindestens. Ich stehe jetzt gerade trotz Tag. Warte mal ab, Junge. Aber echt mal, ohne Scheiß, wenn es gar nicht so schnell kommen würde. So. Ich muss schauen, wann Buggy wiederkommt. Okay. Hat erstmal hier zu fragen. Habt ihr Bock auf eine Tauchermission? Wird wie gesagt die nächste wird eine Tauchermission sein. Das wird. So, ganz kurz, kann jeder mit der Karte von Arma umgehen? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel M sage, und ich möchte, dass ihr mir nur anhand der M-Taste sagt und jetzt nicht das GPS nehmt, weil ihr belügt euch selbst, welchen Koordinaten befindet.
Ja, nur die Karte. Nur mit der Karte, ohne GPS. Auf welchen Koordinaten befinden wir uns gerade? Jawohl. Nein. Wieso kommst du auf 064? Wo bist du denn? Er hat aber gut berichtigt, wa? Nee, nicht wenn du es Angaben machst. Wenn wir eine Positionsangabe machen, läuft das folgendermaßen: 023 011 Numpad aktuell ist die 3. Numpad 3, 6, Numpad 6 eher schon, Numpad 6. Wiederholen 023 011 Numpad 6. Warum Numpad 6? Warum sagen wir das? Das kommen wir jetzt dazu. Genau. Wir stellen uns jetzt bitte einmal, wie ist denn die Seite, wo wir zeichnen? Zeichnen, live zeichnen. Gibt's doch bestimmt irgend sowas, oder? Ja, warte, ich will das einfach. Ich will es einfach besser strukturieren. Ja, doch, das machen wir so. Das ist schon eine ganz gute Sache. Ja, ich habe ein Bild gefunden, was perfekt ist im Teamspeak. Dafür müsst ihr auch kurz rausporten aus Teamspeak. Habe euch ein Bild gepostet. Nee, nee, mach nicht einzeichnen. Das ist sonst. Ich möchte, dass Sie es selbst sehen. Sie müssen es selbst bestimmen. Danke aber. Okay. Wir haben in der Computer einen Vorteil auf unsere Nerds, auf unsere Nerds. Wir wissen, wo wir sind, ja. Wo unsere Tasten meistens bei der Tastatur sind. Jetzt ist natürlich, wenn wir die Angabe 023011 machen, recht ungenau. Ja. Warum? Weil das Quadrat ist einfach zu groß. Ja. Das ist einfach zu groß, um zu sagen, wir haben eine genaue Angabe. Vor allen Dingen dann nervig, wenn es ein genauer Befehl ist. Zum Beispiel, ich verlange jetzt zum Beispiel einen Mörserschlag, ja. Sage Numpad 023011, ja. Oder sag jetzt Numpad 3022. Dann ist das natürlich blöd. Wenn der Mörser dann ungefähr, 023, 021, 12 habe ich gesagt, hier einschlägt. Warum? Weil A verfehlt und B ist die Gefahr, dass wir von Splittern getroffen werden, wieder größer. Weil einfach der Mörser nicht weiß, wo er genau hinschießen muss. Ich muss kurz unser Buggy teleportieren, warte ganz kurz. So, das heißt, wir müssen diese Angabe nutzen, um unsere Position so genau wie möglich zu bestimmen. Laufen wir jetzt also ein Stück hier hin, kommt mal bitte mit. Befinden wir uns immer noch in den Quadranten 023 023 011. Siehst du, auch mir gefällt, passiert das noch oft. Das bedeutet aber, dass die Angabe immer noch ungenau ist. Wir sind jetzt eigentlich schon deutlich weit weggelaufen von unserer Position, sind aber immer noch im selben Quadranten. Ja? Welcher Position befinden wir uns denn jetzt aktuell ganz genau? Sushi. Aber du bist nicht Sushi. Ja. Sag nochmal, wo befinden wir uns auf welchem Numpad? Wo befinden wir uns genau? Welche Position haben wir? Nur 2, 3, 0, 1, 2, warum? Nee. Also Numpad 023011. Wir befinden uns noch in 01, genau das unterste. Und wir befinden uns in Numpad 8. Das ist eher mittig. Das ist eher mittig oben so rum. Mittig oben ist das. Keine Sorge, ihr werdet jetzt noch genügend üben. Wir werden jetzt noch genügend üben, dass ihr das könnt.
Roy, ich habe dir eine Karte in meiner Position markiert, da steht Roy. Siehst du das? Komm mal ein bisschen raus. Auf welcher Position befindet sich das? Nee, Roy. Eine Karte, genau, das ist jetzt ganz gut, dass du das fragst, finde ich sehr gut. Wenn wir eine Karte offen haben, beginnen wir immer von oben nach links. Also wir beginnen immer die obere Zahl als erstes und dann die untere Zahl. In dem Fall wäre das der Quadrant 07, 02. Ach, das wäre der Quadrant 027. Oder? Bin ich gerade blindert? Ne, 027. Welchen NumPad würdest du es einstufen? Stell dir das Bild vor, was ich dir geschickt habe. Das ist die genaue Positionangabe. Richtig. Verstehst du? Wir haben also ein NumPad, um eine genaue Positionangabe des Ziels zu machen. Ja? Okay, dann geht es weiter. Ich mach's euch nicht so einfach, warte. Oh, Buggy X habe ich geschrieben. Jetzt sag mir das Buggy und dann gehe ich auf deine Frage ein, ja? Okay. Okay, war es jetzt richtig oder falsch? Was sagt ihr? Unten links. Von unten nach oben gehst du. Okay, üben wir nochmal, Buggy, da du es nicht richtig hattest. Buggy? Mhm, weiter. Richtig, 2. Korrekt. Sushi, du hast eine Frage? Sushi? Sushi, du hast eine Frage? Okay. Ja? Okay. Wer fehlt denn noch von uns? Wer fehlt denn von uns? Wer ist ich? Wollte ich ihn zu uns. Ah gut, nee, er hat uns alle angefunkt. Super. Ja, ist richtig, aber noch genauer machen wir es eigentlich. Wir können noch markant sagen, keine Ahnung, wenn wir es auf der Karte sehen, markant, was weiß ich, linker Mauerteil. Ja, an der Karte. Das können wir noch machen, aber generell soll das reichen. 30 mal 30 Meter können wir auch gut gucken. Das kannst du echt gut überbrücken. Das gibt mehrere Möglichkeiten. Ortsschilder. Du nutzt Ortsschilder, du nimmst markante Position auf der Karte. Zum Beispiel, keine Ahnung, wir bohren uns jetzt mal wohin. Warte, pass auf, nein, wir machen es an. Ihr macht bitte alle das GPS aus, okay? Alle, wirklich, ohne Bescheißen, ja? Ja, ich möchte, dass ihr alles GPS auf den Boden legt, mal. Wenn ihr es habt, sagt ihr mir Bescheid. Mit G, mit dem Inventar und einfach nach unten auf den Boden kannst du es legen. Rocket Tablet, da hast du ein Rocket Tablet, unten hast du ein Tablet drin. Das ist GPS. Gut, dann möchte ich, dass wir das ganz kurz bestimmen. Das ist eine gute Frage und die ist wichtig. Ich möchte, dass ihr euch jetzt so ein bisschen orientiert danach, wo wir sind. Das Problem ist gar nicht so einfach, ich muss gerade mal schauen, weil es gibt so Regionen, die weiß man schnell. Ja, so. Ja, Wald ist ganz schwierig, das ist für den Anfang echt schwierig. Das fange ich nicht an. So, wir haben alle kein GPS außer ich. Das heißt, wie würdet ihr jetzt hier eure Position erkennen? Schaut auf die Karte. Und was glaubt ihr, wo wir sind? Ich lasse euch jetzt einfach mal 2 Minuten Zeit bis 12.20 Uhr Ingame-Zeit. Und dann kommt ihr zu mir. Und dann sagt ihr mir, ihr sagt bitte vorher nichts, ihr kommt erst zu mir, wenn es auflösen. Voll Spaß, ich sollte Ausbilder werden.
Die geht noch. Ja, aber so ist es einfach. Gut, dann ist schon mal gut. Warte ganz kurz. Hast du noch eine halbe Stunde, Manfred? So lange wird es ungefähr noch maximal gehen. Super. Eine halbe Stunde will ich hier durch sein, aller spätestens. Eigentlich habt ihr es hier wirklich ganz einfach. Obwohl, nee, ihr habt kein GPS, stimmt. Ich hab's einfach. Ich hab nichts. Okay, dann kommt mal bitte alle zu mir. Ihr habt noch eine Minute Zeit, wer es noch nicht hat. Wer gibt auf? Wer glaubt, wer findet es noch? Glauben ist nicht richtig. Genau, das stimmt. Okay, dann machen wir es jetzt einfach mal anders. Ihr positioniert jetzt im Side-Channel, wichtig, dass ihr einen Side-Channel anhabt, eure Position, wo ihr glaubt, dass ihr seid. Mit euren Anfangsbuchstaben des Namen, die ihr im Game habt. Irgendein Zeichen. Einfach markieren auf der Karte, wo ihr glaubt, wo ihr seid. Wolle. Wer ist denn von euch Money Rot Gaming eigentlich? Ach nee, Money ist Manfred. Ich dachte, Money Rot Gaming macht auch mit. Okay, haben alle markiert, außer Roy. Sorry, Roy, nicht böse gemeint. So. Es ist tatsächlich richtig, Buggy und Money haben es richtig. Woran erkennt ihr das einfach? Nicht eure Marker löschen. Fangen wir mit Clemens Position an. Clemens, wieso hast du diese Position gewählt? Okay. Okay. Das ist gar nicht schlecht. Das ist ja scheiße, verdammt, ne? So, Jack, wieso hast du deine Position gewählt? Okay. Bolle, warum hast du die Position gewählt? Die war ja ganz abwegig. Ja, die hat mich ganz... Jetzt, das ist schon mal ein Punkt, richtig, die Himmelsrichtung, einen ganz kurzen Punkt, den ihr vielleicht sehen müsst, wir sind auf Stratis, Stratis ist sehr klein, ja, Stratis kennt fast jeder, aber es kann auch sein, dass ihr auf Maps seid, die ihr nicht kennt. Nehmen wir Clemens Position, Clemens hat seinen Fehler ganz gut eingesehen, hier sind viel zu viele Häuser, seht ihr das bei Clemens, den Punkt, bitte nicht, bitte nur meinen Punkt, keiner macht bitte Punkt, bitte nicht, ihr seht hier, dass viel zu viele Häuser sind, mit linke Maustaste draufbleiben. Dann laserst du quasi auf der Karte rum. So, dann gehen wir mal runter zu Jacks Punkt. Auch das ist absolut abwegig. Warum? Ah, es ist viel zu... Kommt mal kurz her. Wenn ihr euch mal die Küste anschaut, ist es viel zu weit für diese kleine Entfernung auf der Karte, wenn ihr mal aufmacht. Und vor allen Dingen eines fehlt, die Häuser. Wolle ist Position. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja. Ja, weitermachen, einfach ignorieren, machen wir so, ja. Wenn wir jetzt mal auf unsere Position gehen, auf Money und BU, also auf Buggy, sehen wir ein längliches Haus, beziehungsweise einen länglichen Button. Das ist, könnte ein Steg sein von der Farbe her, von der Entfernung her wird es passen, von der Größe her, wo wir uns befinden. Außerdem befinden sich zwei Häuser in dem Komplex, ja, die markiert sind. Versucht die Formen von eurer Umgebung zu anzuschauen. Achtet auf eure Form. Das ist schwierig. Das erfordert sehr viel Übung, sich zu koordinieren, wo man genau ist. Vor allen Dingen ist es auch schwieriger, wenn man im Wald ist. Im Wald ist es noch schwieriger, wenn nicht sogar fast unmöglich, ohne GPS genau zu sehen, wo man ist. Ist es eigentlich fast unmöglich, wenn man nicht weiß, wie weit die Straße weg ist oder die Map in- und auswendig kennt, ist es eigentlich fast unmöglich.
Also hier nutzt vor allen Dingen einen Vorteil, nutzt die Gebäude, die ihr habt, die ihr seht. Und ihr, es spätet euch ja wohl. Ihr seid ja nicht blind, ihr seht ja, wo was ist, ihr seht, wie viele Felsen sind. Schaut euch auch die Felsformation an. Guck mal, wo sind die Hügel hier? Wo beginnt der Wald wieder? Wie weit bin ich vom Wald entfernt? Einfach, ihr schaut, so viele wie möglich so ein bisschen auszugrenzen. Und am effektivsten sind natürlich da die Häuserformen. Es ist auf einer Karte wie zum Beispiel Chernoros natürlich schwierig in der Stadt, weil es da sehr viele große Städte gibt. Da sind die Häuser oftmals sehr, da sind die Häuser halt oft sehr naheliegend, ja. Das heißt, wir haben also da noch Schwierigkeiten zu machen. Also ohne GPS ist gar nicht so einfach. Eigentlich sollte euch der Missionsbauer auch immer vorgeben, wo ihr startet. Und anhand dahin könnt ihr euch so ein bisschen richten. Da könnt ihr euch ohne GPS richten. Wenn ihr wissen, wir starten... Warte, mache ich jetzt anders. Wir starten jetzt hier. Markiert mit Start. Ja. Und ich weiß, ich bewege mich südlich. Ich muss mich in den Quadranten südlich aufhalten. Das heißt, ich laufe südlich... Ja, das heißt, ich muss mich irgendwo dann hier befinden, ja. Sehe dann, okay, hier kommt ein Sprung, hier kommt kein Wald mehr, hier müsste wieder Wald kommen. Wenn ich in der Buchtung bin, ich müsste ungefähr hier sein. Ja, müsste ungefähr hier sein, um mich zu orientieren. Ja, das geht, wenn du einen Startpunkt hast, wovon du effektiv aufgehen willst, ja. Das ist ja auch der Vorteil daran, warum wir überhaupt einen Nine-Liner haben, zum Beispiel. Weil wenn wir zum Beispiel einen Luftangriff führen, haben wir zum Beispiel IPs, IP Red, IP Blue oder sonst was in den Ecken oder so. Weil, um eine Position auszumachen, wenn man nicht ganz genau weiß, wo man ist, helfen auf jeden Fall die Starten, die Koordinaten, wenn ich weiß, wie ich dorthin komme, ein Ziel habe, deutlich mehr. Ja? Also schaut euch vor allen Dingen, wie gesagt, die Häuserform an, dass ihr wirklich wisst, okay, wo befindet ihr euch, wo könnten wir sein, dass ihr da einfach ein bisschen drauf achtet, auf die Häuserform. Das ist wirklich alles Übungssache, wirklich Übungssache. Und ich hoffe, ihr habt alle noch 10 Minuten, Viertelstunde, habt ihr noch? Okay. Was fängt heute 9 an? Ach so. Okay, jetzt üben wir das Ganze nochmal und ich möchte, dass ihr wieder unsere Position bestimmt. Ja, ich lösche die weg. Ihr guckt einfach rum. Ihr habt wieder 2 Minuten Zeit. Bolle, ich hoffe, du wirst mich jetzt nicht enttäuschen. Es werden noch keine Markierungen gemacht. Noch keine Markierung. Mache ich gleich nochmal mit Koordinaten, das ist gar nicht schlecht. Ich werde gleich Marker setzen und die, wo ihre Marker sind, sollen sie einfach mit Koordinaten sagen. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe nicht, dass jeder die Position finden wird. Die ist aber auch ein bisschen schön. Naja, obwohl, man hat einen Kompass. Ja, klar, ist richtig. Stimmt. Ein Hinweis ist auch für euch, nutzt den Kompass. Nutzt euren Kompass. Schaut, in welche Himmelsrichtung wirklich das Meer liegt und so weiter und so fort. Nutzt einfach euren Kompass, nutzt alle Hilfsmittel, die ihr habt, außer GPS gerade, aber habt ihr eh abgelegt. Das ist das schön, ein Community-Acker und ich muss nichts machen, beziehungsweise euch nur anlernen. Danke, Jack, dass du assistierst ein bisschen. Ah, du machst dich dafür sehr gut. Okay, die Zeit ist um, kommt alle zu mir. Hier. Stimme. Wiederholt, Stimme. Kommen wir mit zum Haus. Und jetzt markiert ihr bitte eure Position, wo wir sind. Okay, haben alle?
Ja, haben alle, wenn ich es sehe, oder? Wer hat's nicht? Ist auch nicht schlimm, Roy. Fühl dich bitte nicht gefrustet oder so. Das ist alles Übungssache, wirklich. Wenn du doch ein paar Mal Armer spielst, wird das irgendwann kommen. Weil das Problem ist, du bist doch, glaube ich, in Ecken, wo du auch jetzt nicht in manchen Spielmodis einfach bist. In Altes Live wirst du hier wahrscheinlich zum Beispiel selten sein. Ja? Einfach Punkt, du musst halt davon gehen, wo sind wir gerade, ja? Es gibt tatsächlich viele Leute, die haben es richtig. Das wäre unter anderem Bolle, Money und Jack. Die haben es richtig. Clemens, sag mir mal bitte die Koordinaten, wo du markiert hast. Mit Numpad und so. Ja, manchmal ist die Größe ein bisschen blöd. Aber schau vor allem, wenn du dir unsicher bist, zum Beispiel, ganz kurz an alle. Wir wissen nicht, ob das Haus hier ist, ne? Wir finden uns hier an dem Haus, wissen nicht, ob das ist, ne? Wir wissen aber, wenn wir die Karte aufmachen, was die Himmelsrichtungen sind. Wenn wir jetzt also Markar drücken, müsste sich das Meer in Richtung Nordosten befinden. Wenn wir an der Position hier stehen. Wenn wir auf die Karte gucken, befindet sich es tatsächlich so im Nordosten. Also hier können wir so ein bisschen Nordosten, können wir so ein bisschen sehen, okay, hier hingegen, das ist nochmal so eine Vergewisserung zu haben, wenn wir Meer haben, wenn wir natürlich Himmelsrichtung haben. Wenn du auch im Wald bist, kannst du das genauso vergessen. Ja? Den Punkt. Ja. Doch, siehst du. Nein, das ist in der richtigen Richtung. Das ist Westen. Das ist Nordwesten. Nordwesten. Ja, richtig. Geh mal auf die Karte. Geh mal auf die Karte. Und geh an die Spitze. Punkt. Nein, die ist auch Nordwest. Norden ist oben, Leute. Norden ist hier. Und Westen ist links. Stellt euch immer, ich mache das immer so, ich stelle mir immer Amerika vor. Wo Amerika ist. Amerika, Westen, Osten, Russland, Alliierten, so damals. Sowjetunion. Links Amerika, rechts Russland. Hoch, rechts Russland. Hoch, links Amerika. Hier die. Ja. Warte ganz kurz, check. Ja, machen wir jetzt gleich nochmal mit dem Numpad. Was wolltest du sagen, Jack? Wenn ihr eins habt, dann natürlich mich die Booty. Ich sag mal, mit dem Ace-Eigenmenü. Auf der Karte Ace-Eigenmenü. Hast du Equipment und Map-Tools. Oder mehr Kartenwerkzeug. Das kannst du dann auf die Karte setzen. Wenn ihr es habt, könnt ihr es genauso verwenden, natürlich. Ihr habt aber zu immer noch einen kleinen Kompass. Okay. Wenn ihr euch mal mitdreht, zum Beispiel, dreht euch mal nach rechts oder so und öffnet nochmal die Karte, seht ihr, dass euer Kompass sich auch dreht. Auf der Karte. Auch daran könnt ihr euch orientieren, weil das Map-Tools werdet ihr nicht immer haben, eher selten. Ja. Ja, je nachdem, wie großzügig der Missionsdesigner ist. Bei mir habt ihr das öfter, aber oft habt ihr das in der NTF gar nicht. Ja, ich bin da noch recht großzügig, was sowas angeht. So. Also, wie gesagt, überhaupt nicht frustrieren lassen, wenn es jetzt zweimal nicht geklappt hat oder so. Alles Übungssache. Kommt mit der Zeit. Ja, genau. Das sind auch Sachen, die könnt ihr natürlich selbst auch ein bisschen üben. Die Frage ist denn, wann braucht ihr das? Meistens habt ihr GPS oder jemand, der eins hat, mindestens einer. Und hier, wann macht es zum Beispiel Sinn bei einer Mission, wo ein Flugzeugabsturz war oder so? Und ihr habt gar nichts. Ja, wo ihr euch orientieren müsst. Überlebensmission, was weiß ich, DayZ vielleicht zum Beispiel. Auch da als Beispiel genommen, ja. Da habt ihr solche Situationen vielleicht. Macht mal bitte die Karte auf. Ich habe einen Punkt markiert, der heißt Clemens.
Ich möchte, Clemens hat das nicht so richtig verstanden, aber ich möchte wissen, ob es jemand anderes verstanden hat. Welche Position befindet sich der Marker von Clemens Bolle? Richtig. Ganz kurz, Clemens, wir beginnen immer von oben, die erste Zahl, dann links die Zahl. Ja? 063, immer der untere Button, immer der untere Zahl ist da, wo du dich befindest quasi. Numpad 1. Mach mal bitte ganz kurz das Bild auf, was ich im Teamspeak gepostet habe. Da wirst du es verstehen. Es ist eigentlich simpel, wenn man es einmal weiß. Man muss es halt einmal wissen. Richtig. Verstehst du, was ich meine, Clemens? Wir stellen uns einfach dieses Numpad vor. Als Computer-Nerd können wir uns das sogar noch besser vorstellen. Ja? Und denken uns, das ist eine Tastatur, dieses Viereck. Und daran können wir dann erkennen, wo wir uns genau befinden. Dann üben. Möchtest jemand nochmal testen, ob er es verstanden hat? Dann würde ich nochmal Marker setzen. Buggy, möchte ich nochmal? Dann nehmen wir als erstes. Clemens, du musst auch nochmal durch. Du hast es mir noch nicht gesagt. Buggy, du bist dran. Richtig. Üben wir das Ganze. Wer hat noch ich gesagt? Clemens, ich habe noch Werte gesagt, zusätzlich. Okay, dann fangen wir mit Clemens an. Mit Clemens. Der Linke. Richtig. Ihr seht, wenn ihr das einmal gemacht habt, ist das gar nicht schwer. Ihr seht also, das passt erstmal ziemlich gut dazu. Gibt es dazu Fragen? Sehr cool. Sehr cool. Das höre ich gerne. Formation gehe ich heute nicht durch, es wird sonst zu spät. Werden wir im nächsten Acker nochmal durchgehen. Wäre schön, wenn da noch ein, zwei Leute kommen würden, weil da gibt es zu viele Formationen, um die jetzt schnell durchzugehen. Ich würde die Aufnahme zumindest hier beenden jetzt erstmal. Und ja. Ganz kurz für die Aufnahme. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schaltet ein. Wieder das nächste Mal. Bis denne. Sagt Tschüss.